Signore! Signore! Ci sono alcuni agenti della polizia che verrebbero parlati. Buongiorno. Come va la sua mano? Er sagt guten Tag und fragt, wie es Ihrer Hand geht. Schon besser. Was davon noch übrig ist. Meglio quello che è rimasto. Perdono. Wir würden gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja, das geht in Ordnung. Grazie. Kaffee? Nein, danke. Parlaci di questo posto in Slowakia. Erzählen Sie uns von dem Ort in der Slowakei, den Sie erwähnt haben. Es ist so etwas wie eine Fabrik, wo diese Menschen, diese sehr reichen Menschen, dafür bezahlen, junge Leute zu foltern und umzubringen. Hauptsächlich Rucksacktouristen. Die haben zwei meiner Freunde getötet. Un momento. Questa fabbrica dove gente ricca paga per torturare i ragazzi fino alla morte. La maggior parte sono quelli col sacco a pelo. Hanno ucciso i miei amici. Die entführen dich aus dem Hostel und bringen dich zu der Fabrik und ich bin dahin, um Josh zu suchen. Er war einer meiner Freunde, die haben ihn mitgenommen und sie haben ihn getötet. Es war grauenvoll. Ti prendono da questo ostello? Lui è stato lì. Ha visto il suo amico morto. È stato orribile. Come sei riuscito a sopravvivere a quell'inferno? Ihn interessiert, wie sie überlebt haben. Ich... Ich konnte entkommen. Io sono scappato. Ma chi ci è dietro tutto questo posto? Wissen Sie, wer das Ganze plant? Keine Ahnung, so was Ähnliches wie ein Jagdclub. Die haben alle dasselbe Tattoo. Es ist ein Hund, ein Bluthund. Fa tutto parte di questa casta, questo tatuaggio, questo cane, questo drago. È strano che parla proprio di questo tatuaggio. Es wundert ihn, dass sie von dem Tattoo erzählen. Wieso? Perché nel bagno della stazione in Vienna hanno trovato un uomo morto con lo stesso tatuaggio. Weil auf einer Bahnhofstoilette in Wien ein Mann tot aufgefunden worden ist, der eben dieses Bluthund-Tattoo hatte, das Sie beschrieben haben. Nein, bitte! In atti della sorveglianza della stazione? Die Überwachungsbänder des Bahnhofs zeigen, wie er von einem Bahnsteig aus die Toilette betritt, an dem am selben Tag ein Zug aus der Slowakei angekommen war. Das waren sehr aufschlussreiche Bilder. Du sei della stessa cassetta. Sie waren auch darauf zu sehen. Hat sein Tattoo vielleicht so ausgesehen? Was zum Teufel ist hier los? Hilfe! Hilf mir doch! Hast du Hunger? Es ist 3:15 in der Nacht. Ich muss dir hier mit was zu essen schlucken. Ich will nur wissen, ob du irgendwas willst. Ja, ich will, dass du dir endlich helfen lässt. Wann erzählst du Joshs Mutter, was passiert ist? Gar nicht.
Sie glaubt immer noch, dass ihr Sohn in Europa ist. Was zum Teufel soll ich ihr denn sagen? Die geht doch sofort zur Polizei. Ja, genau. Das sollte endlich einer tun. Nein, niemand sollte das. Du checkst es nicht. Diese Leute haben auf der ganzen Welt Verbindungen. Wenn jemand anfängt, Fragen zu stellen, werden sie mich jagen und sie werden mich finden. Im Haus meiner Großmutter, ja klar. Ich bin schon als kleines Kind hergekommen und verfahr mich trotzdem jedes Mal. Ich musste meine Schwester nach dem du Weg fragen. Du hast deiner Schwester gesagt, dass wir hier sind? Ja, na und? Wer weiß es sonst noch? Niemand. Gott, also ehrlich. Ich mach das ja auch zu deinem Schutz. Das ist dir doch hoffentlich klar. Oh, Paxton. Weißt du, ich hab dich wieder aufgenommen, weil ich Mitleid mit dir hatte. Aber du drehst langsam durch. Du wachst jede Nacht schreiend auf und ich kann nicht schlafen. Das wird nicht länger ein Problem sein. Paxton, das will ich doch gar... Scheiße. Paxton?